ein märchenhaftes Hallo von Burg Querfurt. Burg Querfurt diente bereits als Kulisse für verschiedenste Kinofilme. Unter anderem diente sie auch als Kulisse für die ARD, Sechs auf einen Streich Märchenfilme, Jorinde und Joringel und Die zertanzten Schuhe. Sie glücklich durch die Lüfte tanzen? Was wäre dabei, wenn eure Töchter es ihnen gleich täten? Tanz ist Bewegung. Bewegung ist Leben. Schön ist was anderes. Der König ist in Trauer. Es ist noch keine 10 Jahre her, dass seine liebe Frau, unsere verehrte Königin, nicht mehr bei uns ist. Seid sicher, dass ihr nicht Monate weint? Ganz sicher. Ich verstehe. Da kann er einem ja wirklich leid tun. So ruhig, Puppenspieler? Man könnte meinen, er habe das Geheimnis längst entschlüsselt. Leider nicht. Ihm bleibt nur noch eine Nacht. Was ist nur los mit ihr? Vielleicht ist sie verliebt? In einen Puppenspieler? In einen Faulpelz? Unter anderem wurde auch hier die ZDF-Märchenperle Die Sechs Schwäne gedreht. Einen Knopf habe ich leider nicht. Das war unser kleiner Rundgang auf Burg Querfurt. Ich verabschiede mich und bis zum nächsten Mal, euer Basti.